Melodie Giovanni momentan auf Rang 5, aber das kann sich ja noch ändern, nämlich jetzt in der Fußtechnik. Und um diese gab es bei den Europameisterschaften hitzige Diskussionen. Da hat man überlegt, kann diese Musik überhaupt verwendet werden? Jetzt haben sie eine neue ausgewählt, um sich wirklich an die Vorschriften zu halten. Deswegen hat das Kostüm auch nicht ganz so perfekt gepasst, haben sie uns gesagt. Und zu den Weltmeisterschaften, komischerweise, dürfen sie dann mit dem eigentlichen Programm wieder an den Start gehen, weil es jetzt doch freigegeben wurde. Jetzt genießen wir aber erstmal ihre Fußtechnik. Also man möchte ja fast sagen, sie kommen aus Schottland, wenn man sich das Kostüm ansieht. Aber nein, es sind Deutsche und es ist nur ein provisorisches. Die Fußtechnik 1,15 lang, Sie sehen, da gibt es keine akrobatischen Elemente. Darauf kommt sie auch hier nicht an, denn in der Fußtechnik will man das Tanzen sehen. Die Technik des Rock'n'Rolls, die Kicks schön nach oben gestreckt, das Bein so, wie es sein sollte. Und das ist die Stärke von Maike und André. Zweites Paar in der Fußtechnik, Fanny Delebecq und Alexis Chardonneau aus Frankreich. Sie 19, er 26 Jahre alt. Zweite der Europameisterschaften, also genau ein Platz vor den deutschen Meistern. Move, Dance, Be Born, die Musik ihrer Fußtechnik. Zwei gute Tänzer aus Frankreich, Fanny Delebecq und Alexis Chardonneau. Musik von Yellow, zumindest die Grundmusik. Move, Dance, Be Born. Das Ganze mit Soundeffekten ein bisschen aufgefrischt. Aber dennoch hat mir der Pep ein bisschen gefehlt bei diesem Vortrag. Aber ohne Zweifel, die beiden Franzosen, die Vize-Europameister, sind exzellente Tänzer. Und so synchron, wie es hier in der Zeitlupe aussieht, soll es ja auch am Ende sein. Sexy Lady, auch aus Frankreich, Diane Eonin und Christophe Payan, sie 19, 28 Jahre alt. Grease ist angesagt, was dann auch mit ihrem amerikanisch angehauchten Kostüm, ist es überhaupt ein Kostüm? Fast ein Badeanzug, angedeutet ist. Diane Eonin und Christophe Payan aus Frankreich. Seit 4,5 Jahren tanzen sie zusammen. Zu Grease, die zweiten der Weltmeisterschaften. Das war ihr bisher bester Erfolg.
ganz tolle Kicks haben die beiden, sehr hoch gekickt, das ist mir aufgefallen, aber im Gesamten fand ich es lange nicht so flüssig und fetzig wie bei unseren deutschen Meistern oder bei den Franzosen, die wir zuvor sahen. Aber die Kicks sind wirklich hervorzuheben, die waren ausgezeichnet ausgeführt von beiden. Und wir haben so eine kleine französische Meisterschaft und er übrigens ist der Trainer der beiden letzten französischen Paare. Das ist nämlich der große Favorit auch für die World Masters. Lil Payet und Carlos Estevez, sie 25, er 32 Jahre alt. Und was wollen sie hier darstellen? Sie Madonna und er Michael Jackson. Mal gucken, ob wir das auch sehen können in 1.15. Sandy Lil Palais und Carlos Estevez aus Frankreich. Sie haben immer wieder tolle Ideen, die sie bei der Fußtechnik zeigen. Wir erinnern uns an ihr letztes Programm mit dem großen Ende Peace, die Friedensbotschaft. Dieses Mal sie als Madonna, er als Michael Jackson. Sehr präzise getanzt, gute Tanztechnik, ohne Zweifel der bisher beste Tanz in der Fußtechnik im bisherigen Verlauf. Aber es kommen ja noch die Weltmeister. Natalie van Eersel und Johnny Kummans. Britney Spears als Grundlage ihrer Fußtechnikmusik. Nun wirklich den direkten Vergleich ziehen können zwischen den Franzosen und den Holländern, dem Europameister und dem aktuellen Weltmeister. Und ich fand die Franzosen wesentlich peppiger, fetziger in den Ideen, einfach besser strukturiert und auch in der Tanztechnik mit Vorteil. Mal schauen, ob die Wertungsrichter das so gesehen haben. Eher nein. Die Holländer weiter auf 1 vor. Dreimal Frankreich, die deutschen Meister auf 5 und dahinter...